Hallihallo und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Mein Name ist Isabelle aus Isabelles Lazy Keto Kitchen und ich zeige dir, wie du in Ketose kommst, ohne dich ketogen annähern zu müssen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern heute darf ich live gehen mit der wundervollen Patricia. Patricia ist eine Freundin von mir, aber auch eine sehr geschätzte Kollegin. Hallo liebe Katrin, schön, dass du mit dabei bist. Das freut mich total, dass du die Zeit findest, mit zuzugucken. Mal gucken, wann die Patricia mit dazukommt. Sie wird jetzt dann irgendwann auftauchen. Patricia ist, wie gesagt, eine Kollegin. Sie findest du auch auf Instagram. Dieses Live wird natürlich auch auf ihrem Profil geteilt. Sie wird gleich noch was zu sich sagen. Ihr Spezialgebiet ist die Insulinresistenz. Und, ups, jetzt hatte ich hier fast jemanden mit reingeholt. Heute soll es aber darum gehen, dass wir beide unseren Traum leben. Sie schon ein bisschen mehr als ich, sie ist da weiter als ich. Sie hat sich ihr Business von zu Hause aus aufgebaut, beziehungsweise bei Patricia ist es so, dass sie sich ihr Business von überall aus aufbaut. Bei mir ist es so, dass, da ist sie schon, hallo liebe Patricia. Mal gucken, ob du mir eine Anfrage stellst oder ob ich dich mit reinnehmen kann. Erstmal hier Hallo sagen zu Patricia und dann kommt mit Sicherheit kommt die Anfrage. Super. Denn sie kam jetzt gerade aus Mexiko, ist jetzt aktuell wieder in Deutschland. Sie liebt das Surfen und arbeitet von überall aus. Also das, was sie macht, macht sie von überall aus. Hallo, liebe Patricia. Hey, Isabel, mit dabei. Wie geht's dir? Ich habe schon ein bisschen angefangen, mich vorzustellen und zu erzählen und war gerade bei dir. Und wenn du magst, dann kannst du gleich weitermachen und dich einfach vorstellen. Ja, super gerne. Gerne, vielen, vielen Dank. Also ich freue mich voll, dass es klappt. Ja. Ich bin die Patricia, ich bin mittlerweile 37 und ich arbeite im Netzwerk Marketing mit den exogenen Ketonen, genauso wie die Isabel, bin ganzheitliche Ernährungsberaterin, Personal Trainerin und meine Mission ist es, unsere Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass wirklich jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Ja, ich habe schon gerade gesagt, dass du schon ein bisschen weiter bist als ich mit. Also unser Thema ist ja heute, so lebst du deinen Traum. Und das hört sich jetzt immer so ein bisschen, was versteht man darunter? Was soll denn jetzt damit gemeint sein? Was ist dein Traum? So bei uns geht es um unser Business, eben um Network Marketing. Und ich werde versuchen, auch das Ganze dann ein bisschen anfassbarer zu machen, damit jeder versteht, von was wir reden. Wir haben uns auch unter anderem deswegen jetzt heute für dieses Live entschieden, weil wir kurz vor einem großen Event stehen. Ja. Wir haben am 11. und 12. Mai in Erding ein riesengroßes Keto-Event, wo du zum einen ganz viel über Biohacking, über Gesundheit erfahren kannst, über zum Beispiel auch Insulinresistenz. Du kannst auch Patricia dort live kennenlernen, dich mit ihr austauschen, genauso wie mich auch, aber auch ganz viele andere. Und zum anderen kannst du eben auch erfahren, wie kannst du es denn schaffen, von zu Hause aus oder wie Patricia, von überall aus dir ein Business aufzubauen, ohne dass du abhängig bist von einem Arbeitgeber. Ja, und dir dein Leben so gestalten kannst, wie du das möchtest, eben viel freier. Bei mir ist es so, ich habe gerade auf den Kalender geguckt, ich habe noch 14 Tage in meiner Festanstellung. Oh mein Gott, wie cool, ich freue mich. Ja, das ist so genial. Ja, und dann bin ich zu Hause und kann von zu Hause aus arbeiten und wir wollen euch heute, also wir freuen uns total, wenn wir das Ganze auch interaktiv gestalten können. Also wenn ihr Fragen an uns habt oder wissen wollt, was sind unsere Hürden, Herausforderungen, also wir werden über alles Mögliche sprechen, dann einfach zwischendrin fragen. Wir werden versuchen, es so gut es geht zu beantworten und im Zweifel müsst ihr einfach nach Erding kommen, weil dann könnt ihr uns dort auch alle Fragen stellen. Wer da dabei sein will, auch unbedingt sich an einen von uns beiden wenden. Wir haben Tickets für euch und können euch zeigen, wie ihr da mit dabei seid. Ja, was ich halt ganz spannend finde, auch so dieses Thema Träumen, weil wenn ich jetzt zurückschaue, so vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, war das Wort für mich total utopisch. So. Also ja, träumen tun die Kinder, weil die haben noch Träume. Aber sobald du halt mal in die Schule gegangen bist, auf die Uni gegangen bist und eine Ausbildung gemacht hast und den Ernst des Lebens irgendwie mitbekommen hast und gemerkt hast, scheiße, du musst einfach richtig hart arbeiten für dein Geld, ist es irgendwie vorbei mit Träumen, weil dann schiebst du das, also bei mir war es so, ich habe das in Areal in mein Gehirn geschoben, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, was überhaupt das Wort so heißt. Ne? Und mir war das dann immer so, wenn jemand gesagt hat, ja, und was willst du denn wirklich vom Leben und was sind denn deine Ziele? Und ich habe das immer so belächelt, weil ich gesagt habe, was willst denn du? Ja, okay, vielleicht beruflich Karriere machen, vielleicht meine Familie,
Und das war es so, weil für mich klar war, mehr ist halt gar nicht drin. Was waren, Weil mehr ist gar nicht drin. was war denn dein Plan? Also was war denn dein Ursprungsplan, als du so 16, 17 warst oder so? Was war denn das, was du so gedacht hast, was du mal Ja, wirst? keine Ahnung. Also ich hatte irgendwie so im Hinterkopf vielleicht Fotografin oder ich hatte auch so Kunstgeschichte hat mich auch immer interessiert. Und dann bin ich irgendwann zum Thema Tourismus gekommen, ja, weil das mich halt super interessiert, weil ich gerne reise. Und früher habe ich auch immer gesagt, hey, wenn ich 30 bin, habe ich zwei Kinder und wohne in einem schönen großen Haus. Und jetzt bin ich 37 und habe irgendwie nichts davon und muss aber sagen, eigentlich bin ich ganz froh, ja. Ja, also was ich damit nur sagen will, wenn du jetzt mit dabei bist im Leben und denkst, ja, lebst du deinen Traum? Ja, was ist denn überhaupt mein Traum? Wahrscheinlich musst du erstmal rausfinden, was dein Traum ist, was du überhaupt haben möchtest vom Leben. Und Isabelle und ich, wir haben das auch Schritt für Schritt erst festgestellt, dass du wirklich alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Du musst halt natürlich dafür arbeiten und dafür losgehen und bestimmt auch einige Kompromisse dafür eingehen. Deine Komfortzone ganz oft verlassen, aber du hast wirklich die Möglichkeit, du bist quasi der Regisseur, du bist der Schauspieler und du bist der Autor für dein Leben. Alles zusammen, ja. Also du kannst wirklich entscheiden, was du haben möchtest. Und ich stelle das halt immer wieder fest, auch in meinem Umfeld, da sind so viele Menschen, die sind irgendwie nicht happy. Die beschweren sich halt die ganze Zeit, dass der Job so anstrengend ist, dass sie so viel Stress haben aber es ändert sich halt irgendwie auch nichts, weil sie halt aber auch nicht wissen, was sich ändern soll. Also für mich war auch klar, ich muss halt bis an mein Lebensende mehr oder weniger arbeiten, bis ich in Rente gehe. Und da arbeite ich halt jede Woche in meine 40 Stunden oder mehr. Und mehr Urlaub wird es halt nie geben. Das war für mich irgendwie nie greifbar, dass es möglich ist. Und es ist halt doch möglich, dir einfach mit dieser Branche was komplett Neues aufzubauen, wo du viel, viel mehr zeitliche Freiheit und auch finanzielle Freiheit bekommen kannst. Und deswegen machen wir halt heute dieses Live, wie die Isabel schon gesagt hat, weil wir dich auch da inspirieren wollen und dir zeigen wollen, was wirklich möglich ist. Was war denn bei dir so der Punkt, wo du festgestellt hast, okay, da gibt es doch noch mehr im Leben? Also ich habe die Möglichkeit, doch noch was anderes zu machen. Weil du bist ja dann, also bist im Tourismus gelandet, aber dann ging es ja weiter Ja. bei dir. Dabei ist ja nicht geblieben. Du bist ja dann auch noch zum Sport gekommen. Genau, ja. Also ich habe halt erstmal komplett Anfang 30 mein ganzes Leben verändert, habe gesagt, Event will ich nicht mehr machen, habe mich im Gesundheitsbereich einfach weitergebildet, habe mich dann auch noch scheiden lassen, das kam auch noch dazu, dann ist mir eingefallen, okay, vielleicht bin ich in meiner Ehe auch nicht so glücklich, ja. Und dann kam halt das eine zum anderen und ich habe dann einfach mehr oder weniger durch Zufall die exogenen Ketone kennengelernt und war halt eher so auf einem Gesundheitsweg, habe ketogene Ernährung ausprobiert und habe halt immer das Produkt kennengelernt und war sofort Feuer und Flamme von der Wirkung. Mir hat es total geholfen, auch so ein bisschen aus meinem emotionalen Loch rauszukommen. Ich war immer total gut drauf, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keinen Grund dazu hatte, ja, weil ich war in Kurzarbeit. Wir hatten zu vom Fitnessstudio aus, wo ich angestellt war, habe sogar noch Hartz IV beantragt. Also irgendwie war ich gerade am Tiefpunkt meines Lebens, aber ich habe halt gemerkt mit den Ketonen, ich habe trotzdem gute Laune und es war halt irgendwie total komisch. Und dann habe ich halt da ein bisschen mehr recherchiert und gemerkt, wow, also das ist echt, das hat ein richtig, richtig tolles Potenzial, Menschen zu helfen, dieses Produkt, ja. Und habe dann eben gesehen, damit kann ich mir auch ein Business aufbauen. Und habe dann das gesehen bei anderen Menschen, die damit gearbeitet haben, unter anderem auch bei dir. Also ich habe dich am Anfang auch beobachtet und mir gedacht, was macht denn die? Die ist da auch bei denen dabei, die arbeitet auch mit den Ketonen, die kocht die ganze Zeit, wie cool, das ist ja voll lecker, was die kocht. Dann habe ich immer dann der Rezepte nachgemacht manchmal. Und habe dann aber halt gesagt, für mich ist es halt irgendwie nichts, ja, weil ich dachte halt, die Branche ist mir. War mir damals super suspekt. Ich wollte irgendwie niemandem auf den Sack gehen, um Geld zu verdienen. Und so dieses negativ behaftete, was die Branche ja durchaus immer noch hat, das war sehr, sehr tief verankert in mir, weil ich halt auch schon sehr viele negative Erfahrungen damit gemacht habe, mit Leuten, die mich halt genervt haben, dass ich ihre Produkte kaufe. Und dann habe ich aber gemerkt, eigentlich, um deine Frage zu beantworten, was war bei mir so der ausschlaggebende Grund, dass ich gesehen habe, bei euch, dass es funktioniert. Ja, auch beim Andi, dann bei der Florence, dann habe ich gesehen, ja, der mit dem Audi, der hat jetzt eine neue Freundin und die macht jetzt plötzlich auch Social Media. So war das dann bei mir. Dachte mir so, hä, was ist das irgendwie? Die sind alle total nett, die schauen voll sympathisch aus. Und ich muss mir das einfach mal anschauen. Ja. Und habe dann halt einfach mal die Fühler ausgestreckt und habe mit den Menschen gesprochen und bin dann gestartet und habe mein Business aufgebaut, ein Jahr lang tatsächlich nebenberuflich erstmal. Und jetzt? Was machst du? Wie sieht es jetzt bei dir aus? Jetzt ist es so, also mittlerweile Job komplett gekündigt. Ich mache das 100% hauptberuflich. Ich habe meine Wohnung schon aufgegeben. Also ich werde mich nach unserem Event ziemlich schnell nach unserem Event abmelden aus Deutschland.
werde dann erstmal 3 Monate nach Barcelona gehen. Davor war ich jetzt schon Januar bis März, war ich in Mexiko und habe dort gelebt und gearbeitet. Also mein Ziel ist halt wirklich auszuwandern und dann immer dort zu arbeiten, wo ich einfach gerne sein möchte, mal für einen längeren Zeitraum. Meistens mag ich einfach gerne am Meer sein, wo man surfen kann. Das ist so einfach mein Traum. Und das war halt schon lange so mein Traum, auszuwandern. Und da bin ich jetzt auch und habe den erreicht. Davor war mein Traum zum Beispiel, ein Auto zu fahren von der Firma, ja, dass ich mir erarbeite. Was ich dann auch schon quasi erledigt habe. Ja, man braucht immer wieder ein neues Vision Board, weil die Träume irgendwie Schritt für Schritt in Erfüllung gehen. Und dann kann man immer denken, ja, was geht denn jetzt noch? Also wo will ich denn jetzt noch hin? Ne? Und bei dir ist es ja genauso. Du fährst ja auch schon ein ganz, ganz schickes Auto, was vor deiner Tür steht, gell? Ja, seit letztes Jahr August habe ich es mir geholt. Ja, also mir ist immer super wichtig, wenn wir über dieses Business sprechen, zum einen den Leuten zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, weil viele, also ich selber war so, dass ich war auch verheiratet wie du. Wir haben da so ein paar Parallelen. Ja. Und ich habe ein Haus gebaut und für mich war vollkommen klar, okay, ich kriege jetzt dann Kinder. Oder also ich arbeite, bis ich Kinder kriege oder bis ich in Rente gehe. So, Kinder konnte ich damals nicht kriegen. Ich habe ganz lange keine Kinder kriegen können. Und ich habe einen Beruf gelernt. Also ich komme aus dem Handwerk eigentlich. Und dadurch, dass ich Legasthenie habe, hat meine Mama gesagt, die muss mal ein Handwerk stecken, weil ins Büro können wir sie nicht schicken. Die macht zu viele Rechtschreibfehler. Das geht nicht. Ja, deswegen musste ich ins Handwerk. Und ich wollte eigentlich Goldschmied werden und bin dann in der Zahntechnik gelandet. Und habe das auch 16 Jahre gemacht, bis man mir gekündigt hat. Und das ist total interessant. Also jetzt verliere ich ja quasi auch meinen Job. Damals, 2015, da kannte ich den Andreas Ulrich schon. Das war damals, also es war ein guter Bekannter oder ein Bekannter. Mittlerweile ist es mein bester Freund und nach wie vor mich wichtigster Mentor. Der hat mich damals angerufen, weil also mir wurde gekündigt in meinem Job und ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Mein größtes Problem war, was denken denn jetzt die Nachbarn, wenn die erfahren, dass man mir kündigt? Ja, ich habe diesen Beruf gemacht, ich kann jetzt nicht irgendwas anderes machen, also jetzt muss ich mich neu bewerben oder so. Ja. Und dann hat er mich angerufen und hat eben, das hat er mitgekriegt, dass man mir gekündigt hat und hat gefragt, ja, wie geht's dir denn eigentlich? Und ich habe nur geheult. Ich war nur so, es ist alles und ich weiß nicht, wie wir das machen sollen und so. Und dann hat er gesagt, also Isabel, jetzt beruhig dich mal. Ich kenne dich ja noch nicht besonders gut oder besonders lange, aber was hältst du denn davon, wenn du dir jetzt mal ernsthaft darüber Gedanken machen würdest, was macht dich denn glücklich? Und da sind wir wieder bei dem, was macht dich denn glücklich? Ja. Und da hat er mich zum richtigen Moment, hat er mir die richtige Frage gestellt. Das kann er bis heute sehr gut, die richtigen Fragen stellen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, also die Zahntechnik ist es nicht. Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Ich habe da dann wirklich so ein bisschen so eine Sinnkrise bekommen. Und ich habe damals schon mit Network Marketing gearbeitet. Und das ist dann das Zweite, was ich jetzt gleich erkläre. Mir ist immer super wichtig, einmal über die Chancen zu reden und über die Träume und die Visionen, aber auch dieses Business anfassbar zu machen, also den Leuten zu erklären, was ist denn das wirklich und worum geht es denn da direkt, dass jeder versteht, was machen wir da. Weil das immer so ein bisschen abstrus ist mit Voll. dem, mit genau. Man kann es sich halt nicht Und vorstellen, wenn man es nicht das ist weiß, der ja. Jetzt gleich, ich werde gleich Licht ins Dunkel bringen. Und ich habe mir da wirklich dann überlegt, okay, was kann ich tun? Ich habe damals schon Network Marketing kennengelernt, ähnlich wie du über die Gesundheit, damals noch mit einer anderen Firma, habe super Erfolge damit gehabt und habe angefangen, darüber zu sprechen und das zu erzählen. Und nur dafür, dass ich erzählt habe, was ich gemacht habe, ist, ich habe damals 20 Kilo abgenommen, zum ersten Mal in meinem Leben. Und jeder wollte wissen, was ich getan habe, und ich habe das einfach weitererzählt. Und plötzlich hatte ich damals noch einen Scheck im Postkasten. Das waren so, ich glaube, es waren 150 oder 200 €. Und ich dachte so, wow, ich habe den noch so, ich habe den gegens Licht gehalten und habe meine Schwester gefragt, echt, darf ich das behalten? Mir wurde ja gerade gekündigt, so mein Mann hätte mich unterstützen müssen. Also er hat gesagt, Schatz, gar kein Thema, du kannst, also ich gebe dir Geld, musst nur sagen, wie viel. Und wenn ich gesagt habe, so, ich brauche Geld, kann ich mal 50 € haben? Und dann ist er, was, 50 €? Für was denn 50 €? Und das war nicht so ätzend, mich da Ja. rechtfertigen zu müssen. Das hat ja gar nicht böse gemeint, aber und da war dieser Scheck, war so, haben oder nicht haben. Das habe nur ich. Ja. Ja? Und da habe ich dann schon angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Gut, okay, also wie kann ich das denn weitermachen? Ich bin dann nochmal in eine Festanstellung gegangen und wollte was ganz Sinnvolles machen, habe für die Lebenshilfe gearbeitet, mit behinderten Kindern, sowas mit Sinn machen. Und habe aber nebenbei mir schon mein Network aufgebaut. Ja? Das war 2015. Und habe das über die Jahre gemacht und habe mir da mein Team aufgebaut, immer so nebenbei bis jetzt.
Ja, jetzt bin ich an dem Punkt. Mittlerweile bin ich Mama, ich bin auch geschieden, ich bin alleinerziehend. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, so, ich mache das jetzt Vollgas, genauso wie du das schon eine ganze Zeit lang machst. Ich mache das jetzt Vollgas, ich gehe nicht mehr in eine Festanstellung zurück. Mein Sohn kommt in die Schule. Ich mag einfach nicht mehr diesen Spagat haben müssen mit Arbeitgeber, wenn mein Kind krank ist, mit der Ferienbetreuung. Ich will nicht die Nachmittagsbetreuung aussuchen müssen anhand der Ferienbetreuung. Ich will mit ihnen in Urlaub fahren, ich will ihnen die Welt zeigen. So, das ist mein Anspruch. Und da bin ich jetzt so weit, dass ich das endlich machen kann. Und zu dem Punkt, was ist Network Marketing? Also ich glaube, jeder, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du hast auch, warst, glaube ich, auch kritisch und hast hinterfragt, genauso wie ich auch. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Damals hätte ich mir niemals vorstellen können, dass mir irgendwann ein Auto bezahlt wird. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mit meinem Nebenjob mehr verdiene als meinem Hauptjob. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe schon gesehen, das funktioniert, aber dass ich das hinkriege, das war irgendwie so, ich musste das erst selber erleben und das war total faszinierend. Und jetzt zu dem Thema, was ist das denn genau? Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine andere Form der Marktwirtschaft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine, die jeder kennt, ist, dass eine Firma, eine große Fabrik irgendwas herstellt. Es geht in den Großhandel, dann geht es in den Einzelhandel und dann gehst du ins Geschäft und kannst es kaufen. Das ist so der normale Weg, den jeder kennt. Dann gibt es noch sowas wie, die Firma stellt etwas her und das geht an einen Verkäufer, der die Sachen günstiger bekommt und sie dann weiterverkauft. Das wäre so der Direktvertrieb. Das kennen viele vielleicht von Tupper oder von Vorwerk, so diese Tupper-Partys, wo man dann, habe ich noch gutes Internet, weil du bestockst jetzt gerade ein bisschen? Hängst du oder hängst Ja, bei du mir nicht? hat es auch kurz gestockt, aber ich glaube, es passt. Ist wieder okay, glaube ich. Ja. Da ist es so, das kennt ihr vielleicht von Tupper, eben von den Tupper-Partys. Die Tupper-Damen kaufen es günstiger ein, verkaufen es dann weiter und da haben sie dann so eine Gewinnspanne. Die müssen halt immer ihre Partys machen und müssen verkaufen. Und Network-Marketing ist nochmal eine andere Variante. Da gibt es einfach nur die Firma, die etwas herstellt und den Endverbraucher. Und dazwischen ist nichts. Das heißt, es muss keine Werbung gemacht werden, es muss keine Ladenmiete gezahlt werden, es gibt keinen Großhandel, also das gibt's, fällt alles weg. Es ist diese ganze Spanne, die sich da gespart wird, die wird als Provision ausgeschüttet an den Endverbraucher, der das Produkt glücklich konsumiert, wie wir das hier machen mit den Ketonen, und das weiterempfiehlt. Also auch eine absolut, finde ich, die ehrlichste Form von Marketing, die es gibt, weil du würdest ja nie irgendwas empfehlen, was du nicht gut findest. Und das ist Network Marketing. Wir haben es nochmal ein bisschen cooler, weil es Community-Based Business ist. Ja, also wir haben ein tolles Team. Wir arbeiten nicht alleine. Also Patricia ist für mich eine tolle Kollegin, mit der man sich super austauschen kann. Wir helfen uns aber auch gegenseitig. Sie hat ihr eigenes Team, ich habe mein Team und ich mache nichts alleine. Und das Tolle ist, dass du tatsächlich auch sehr gut passiv arbeiten kannst. Also in den Zeiten, als ich mich getrennt habe, und das war während Covid, war ich auch emotional und also seelisch einfach nicht in der Lage zu arbeiten. Es war für mich einfach alles zu krass. Also ich konnte nicht Social Media machen wie jetzt. Allerdings hatte ich damals schon ein Team und habe trotzdem Geld verdient, obwohl ich selber eigentlich gar nicht so viel machen konnte. Und das hat mir den Arsch gerettet und mir wirklich so ein Auffangnetz gegeben, was mich da gehalten hat. Und das ist etwas, was ich in der normalen Marktwirtschaft so nie erlebt habe. Ja, Niemals. Und das das ist halt finde ich auch schon das sehr Tolle an der faszinierend. Branche, ne? Ja. Jetzt Genau, hängst du wieder. das ist das. Sagst du? Oder ich. Vielleicht hänge auch ich weiß es nicht. Nee, jetzt geht's wieder. Nee, das ist etwas, was einzigartig ist und was ich auch erlebe, dass es für ganz viele Menschen absolut heilsam ist, weil sie zum, also du musst im Network Marketing nicht besonders viel können, außer dich selbst zu führen. Ja, du musst coachable sein und du musst wissenshungrig sein. Also du musst Lust haben, was zu machen und was zu unternehmen. Das Tolle ist, dass du keine besondere Ausbildung brauchst. Du kriegst alles, also optimalerweise hast du ein Team und das hast du bei uns definitiv, dass dich dementsprechend gut ausbildet, also die gute Ausbildungstools haben und die genau zeigen, was du machen musst. Und da musst du nicht besonders viel können, denn du hast jemanden an der Hand. Also brauchst, es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, welche Ausbildung du hast, es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Es ist vollkommen egal. Das Einzige, was du machen musst, ist eben den Willen zu haben, etwas in deinem Leben zu verändern. Ja.
Ja, und es ist auch völlig egal, ob du sagst, ja gut, ich meine 200, 300, 400 € im Monat, das reicht dir schon vollkommen. Oder ob du sagst, wie wir das jetzt machen, hey, wir wollen uns was richtig Großes aufbauen und das ist einfach unser Plan A geworden. Wir wollen es hauptberuflich machen und nach oben gibt es halt auch kein Limit. Und das finde ich halt auch so schön, weil man zuschauen kann, jeden Monat wird es halt immer ein bisschen mehr. Und es ist nicht so, wenn du irgendwann mal 10.000 € im Monat verdienst, dass irgendwer kommt und sagt, so Isabel, jetzt ist aber genug, ja, mehr gibt's nicht. Sondern du hast wirklich die Möglichkeit, oben ist, da ist keine Deckelung nach oben. Ja. Natürlich ist es auch immer mit mehr Arbeit verbunden, ja, mit mehr Persönlichkeitsentwicklung, mit mehr Fähigkeiten dazulernen. Ja. Wenn du dich nicht veränderst, wirst du auch nicht groß weiterkommen, das ist ganz klar. Aber nach oben steht dir halt alles offen. Und das ist, warum ich auch einfach diese Fairness der Branche so zu schätzen weiß, weil du mit Fleiß und mit harter Arbeit wirklich weit kommen kannst, ja. Und dann kannst du auch Leute überholen, bei denen du vielleicht eingestiegen bist, ja. Weil dann haben wir ja auch immer dieses, ich weiß nicht, ob du das oft hörst, Leute sagen, das ist ja ein Pyramidensystem. Und ich so, ja, aber geil ist, weil es ist andersrum, ja. Es ist nicht die normale Pyramide wie in deinem Angestelltenjob, sondern es ist irgendwie andersrum, ja. Ich habe das bei Vielleicht wollen mir wir im das Team nochmal ja gerade. klären, oder? Weil das ist ganz cool, oder? Ja, ich habe das ja bei mir im Team gerade. Also bei mir im Team ist es so, ich hab einen bestimmten Status bei mir im Team. Und letztes Jahr im Oktober kam jemand mit dazu, der ist 5 Ebenen unter mir, der Michael. Der hat mittlerweile den gleichen Status, wie ich ihn habe. Und darüber ist die Sabine, das ist direkt eine Partnerin von mir, die hat sogar, ich weiß nicht, ob du das weißt, sie ist Pro-Champ. Ja, habe ich gehört. Ja, voll gut. Sie ist Pro-Champ. Also sie hat mich überholt und das freut mich unglaublich. Also ich habe mich da mega drüber gefreut, das ist total genial, das ist eigentlich das Beste, was es überhaupt gibt. Also jeder kann es in seinem Rahmen machen, in seinem Limit. Es ist niemand da, der irgendwas von dir fordert, sondern du entscheidest einfach selber, was du tun möchtest, wann du es tun möchtest und wie du es tun möchtest. So, du hast immer jemanden an deiner Seite, der dir hilft und den du bloß fragen musst. Also du bist hier in der Holschuld sozusagen. Du musst immer nachfragen, wie geht es, was muss ich machen? Und dann wird also wenn du einen Schritt machst, dann werden mindestens zwei auf dich zugegangen und dir wird geholfen, Ja. dass du weiterkommst. Ja. Ja. Und was ich halt immer gemerkt habe, so in den Firmen, wo ich halt angestellt war, geht's halt, klar, unten geht's los, ja, der Azubi, der Praktikant, dann irgendwann mal gibt's einen Assistenten, dann gibt's vielleicht einen Projektmanager, dann gibt's einen Senior Project Manager, dann gibt's vielleicht noch einen Teamleiter, einen Account Director, ganz oben ist dann der CEO, der CFO, die Geschäftsführung und so weiter, ne? Aber bis du von ganz unten nach ganz oben kommst, wahrscheinlich in der gleichen Firma, super selten möglich, wahrscheinlich nie möglich. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, ja. Bei uns ist es aber halt komplett anders, weil, wie eben die Isabel auch gerade bei sich im Team jetzt auch erklärt hat, ist es halt möglich, auch andere Leute relativ schnell zu überholen. Und du kannst eben das mitnehmen, quasi du bestimmst, wie hoch dein Scheck ist, ja. Also du kannst quasi wirklich entscheiden, wie viel möchte ich verdienen. Ja, im ersten Jahr vielleicht noch nicht ganz, ja, aber das sage ich auch immer gern dazu, weil wir wollen ja auch transparent sein und sagen, hey, es ist auch Arbeit, ne? Weil im ersten Jahr ist es meistens so, dass du maßlos unterbezahlt bist für die Arbeit, die du reinsteckst. Ja, also du verdienst hier unten auf dem Level, gibst aber so viel Input rein, so viel Zeit. Ja, aber irgendwann, meistens spätestens nach einem Jahr, gleicht sich's aus. Und irgendwann wird es höher, ja. Dann brauchst du für weniger Arbeitsinput, Zeitinput, verdienst du tatsächlich schon mehr. Und das finde ich halt auch super, super, ja, fair. Und gibt dir halt auch eine Möglichkeit, auch mal zu sagen, gut, ich kann jetzt auch mal 2 Wochen Urlaub machen und muss mir dafür irgendwie nicht schauen, dass irgendwer meine Aufgaben dann übernimmt, ja. Oder ich kann mich mal einen Monat rausnehmen oder ich kann einfach mal jeden Tag nur 2, 3 Stunden arbeiten und trotzdem rollt das Rad immer weiter. Ja. Und bei der Isabel zum Beispiel, bei dir ist es ja so, auch wenn da mit deinem Sohn was ist, wenn der krank ist oder so, ja, dann kannst du bei dem sein. Dann musst du nicht irgendwie deinen Arbeitgeber fragen, darf ich bitte gehen, weil mein Sohn muss ins Krankenhaus, ja. Sondern du kannst halt einfach deinen Tag so planen, wie du möchtest. Also nochmal zu dem Arbeitsaufwand, ganz ehrlich, als Selbstständiger, ich schaue mir da meinen Freund an, also meinen Lebensgefährten, der ist Personal Trainer, der arbeitet auch sau viel, der steckt unglaublich viel Geld, unglaublich viel Zeit in sein Business rein. Nur der Unterschied ist, dass er das komplett alleine macht. Ja. Wenn er nichts mehr tut, dann hat er ein Problem.
Auch wenn er sich online jetzt mittlerweile ganz gut aufgestellt hat mit den Sachen, die er tut, aber er ist halt absoluter Alleingänger. Das kann dir bei uns eben nicht passieren. Du kannst dir über die Zeit dein eigenes Team aufbauen und bist eben kein Einzelkämpfer. Und was das mit meinem Sohn betrifft, ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, die so blauäugig ist. Wenn du als Mutter dich krank schreiben lässt, weil dein Sohn zu Hause, also weil dein Sohn krank ist, also wenn du zu Hause bleibst, weil dein Kind krank ist, musst du ja vom Kinderarzt eine Krankmeldung holen und dann musst du dich beim Arbeitgeber krank melden. Du musst aber auch zur Krankenkasse gehen und denen sagen, zahlen Sie mir bitte mein Gehalt. Aktiv musst du das machen und es ist noch nicht mal das volle Gehalt. Es sind 65%, die du dann Okay. bekommst. Dafür, dass du dein Kind pflegst. Ja? Und das war sowas, also ich habe das wirklich erst gemerkt, dass der Samuel so, letztes Jahr war das irgendwann mal, wo ich dann gedacht habe, hä, wieso kriege ich denn so wenig Gehalt überwiesen? Weil der Arbeitgeber das dann nicht mehr bezahlen muss, die Krankenkasse übernimmt es dann aber nur 65%. Was ich absolut das Letzte finde, da kann ich mich, also Und wenn du selbst darüber krank könnte. bist, kriegst du ja das Volle, ne? Ja, genau. Ja. Also als Mutter oder als Papa immer sich selber krank schreiben, niemals das Kind. Und da hast du halt einen riesen Hickhack, also allein diese ganze, wenn wir uns über diese Care-Arbeit reden, was Frauen und so machen, das wird halt absolut nicht honoriert. Und da habe ich jetzt mit diesem Business eine Möglichkeit, wo es vollkommen wurscht ist, ja, also ich kann das einfach so gestalten, wie ich das möchte. Ja. Wenn mein Sohn, jetzt ist er noch im Kindergarten, sagt, also heute Morgen hat er auch gesagt, ja, ich möchte gerne heimbleiben. Ich sage, ja, Samuel, heute muss ich nochmal in die Arbeit. Aber da kann ich dann auch mal sagen, okay, gut, dann bleibst du jetzt einfach zu Hause. Natürlich geht das in der Schule dann nicht mehr so einfach. Aber ich Ja. kann dann sagen, gut, dann hole ich ihn jetzt von der Schule ab und er geht nicht in Hort. Oder wir haben einfach, ich habe einfach die Möglichkeit, viel besser selbst zu entscheiden, was ich jetzt mache. Und auch in der Zeit, als ich mich während Covid, als ich mich getrennt habe, wo ich wirklich nicht wusste, wie ich Rechnungen bezahlen soll. Also ich habe wirklich echt harte Zeiten, Dämme. Ich weiß, wie das ist, wenn man im Supermarkt steht mit der EC-Karte und sich nicht sicher ist, kann ich jetzt den Einkauf damit noch zahlen oder nicht. Ich habe so oft zu meinem Sohn gesagt, nein, das können wir jetzt nicht mitnehmen. Nicht, weil ich nicht will, weil ich ihm das nicht kaufen wollte, sondern weil ich es mir einfach nicht leisten konnte. Und diese, also ich habe da so starke Existenzängste entwickelt, dass ich die, das hat lange gedauert, bis ich die loswerden konnte. Und durch die Möglichkeit, die wir hier haben, das hat mir sehr geholfen, da wieder mir etwas aufzubauen, wo ich Vertrauen habe und eine Sicherheit bekomme, dass ich es, weil ich es eben selber kontrollieren kann, was ich tue, und da einfach so eine Sicherheit habe und weiß, ich kann meinem Sohn Wünsche erfüllen. Ja, also das ging wirklich, also ich wusste nicht, ich konnte eben Schuhe in dem einen Monat kaufen und in dem nächsten Monat dann erst die Hosen. Weil es Ja. einfach immer bei den Kindern ist es ja alle halbe Jahre Und wechseln die ihre jetzt hat er einen Sneakers. richtig genialen Schulpack bekommen. Der hat Ja. er mir neulich ganz stolz gezeigt. Und ich dachte mir so, wow, was es alles schon gibt für Den Kinder. Wie Schulranzen. abgefahren. Ja, wobei den hat die Oma eben geschenkt, das muss man Ach auch so. sagen. Aber trotzdem, trotzdem hätte ich das auch machen können. Ja, ich war mit ihm jetzt, ich habe gesagt, diesen Sommer, dieses Jahr wollen wir noch viel reisen. Der erste Urlaub war jetzt eine Woche Santa Park, nur mit ihm zusammen. Ja, alles aufs Kind ausgelegt und so. Das ist total toll, einfach sowas machen zu können. Ja, jetzt kriegt er, ich mache sein Zimmer gerade neu, ich baue ein Hochbett und so. Das sind alles Sachen, das hätte ich früher so nie machen können. Oder mich um meine Gesundheit mal so richtig kümmern. Ja, Geld auszugeben für meine Gesundheit, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Und das ist einfach, und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich bin nicht besser als irgendjemand anderer oder so. Das ist einfach, also mir ist ganz, ganz wichtig, viele Frauen, bei vielen Frauen ist es ja so, also es gilt natürlich auch für Männer, aber ich spreche jetzt da viel einfach über die Frauen und für die Frauen, die kriegen Kinder und dann wollen sie zurück ins Arbeitsleben oder müssen vielleicht sogar auch, aber kriegen nicht die gleiche Stelle, die sie eigentlich vorher hatten. Da haben die vielleicht einen tollen, tolle Posten gehabt, können den aber nur weitermachen, wenn sie Vollzeit weiterarbeiten. Ja. Das geht aber einfach nicht mit Kindern. Und dann hast du irgendeine Position, die so, naja, okay, gut ist, ja. Manchmal lohnt es sich überhaupt gar nicht, für die Stunden da in die Arbeit zu fahren, aber du machst es dann trotzdem, dass du die Krankenkasse bezahlt kriegst und so ein Zeugs. Und das ist doch scheiße, sowas, wenn ich das so Ja, höre. vor allem Ja. wenn dann auch dein Herz da nicht dran hängt. Also wenn du da nur hingehst und Zeit gegen Geld tauscht, ja, das ist halt einfach, das erfüllt dich dann halt auch nicht, ja. Also ich weiß das noch, als ich immer noch, also als ich noch angestellt war, war echt immer so zum Beispiel der Sonntagabend, den habe ich gehasst.
weil dann war schon wieder schlechte Stimmung. Jetzt muss ich schon überlegen, boah, was ziehe ich morgen an? Was nehme ich mir morgen zum Essen mit? Dann war irgendwie der Abend schon wieder ungemütlich und versaut, weil ich wusste, jetzt geht der ganze Kack wieder von vorne los. Es ist wieder Montag. Montag war dann der schlimmste Tag. Sonntagabend war schon schlechte Stimmung. Und jetzt, ich weiß auch gar nicht, was für ein Tag ist. Ja, Ja. mir ist es total egal, ob jetzt heute Sonntag ist oder ob Montag ist. Und Montag liebe ich jetzt, weil wir immer am Montagabend unsere Calls haben mit dem Team und ich freue mich immer, alle zu sehen. Also ich kann das immer gar nicht in Worte fassen, weil wie ich mich früher gefühlt habe und wie ich mich jetzt gefühlt habe, ich bin einfach ein komplett neuer, anderer Mensch. Und ich habe so gar nicht mehr dieses Gefühl, jetzt muss ich das machen oder jetzt fühle ich mich irgendwie, ich fühle mich komplett frei und selbstbestimmt. Also ich kann zu jeder Zeit entscheiden, was ich mache. Und Ja. natürlich muss ich, heute haben wir den Termin gemacht mit dem Live. Da muss ich jetzt auch kommen, ja, weil ich habe es dir Isabel versprochen, aber ich habe mich voll drauf gefreut. Oder nachher habe ich noch ein Coaching mit meiner Teampartnerin und heute Abend noch ein Onboarding mit einer neuen Teampartnerin. Natürlich sind das Termine und da muss ich erscheinen. Da kann ich jetzt nicht sagen, nee, da habe ich jetzt heute keine Lust. Den habe ich mir ja aber selber gesetzt, den Termin, und den mache ich ja für mein Business, um mich und mein Team weiterzubringen, ja. Und es ist Ja. ein ganz anderes Gefühl, sorry, als immer zu sagen, hey, ich muss Dinge für andere Menschen erledigen, in deren Tasche arbeiten quasi Werte vertreten irgendwie für diese Firma, die wir selber mit meinen sich irgendwie ein bisschen beißen, ja. Ja, total. Also das ist auch etwas, ich habe von Anfang an gesagt, also das war ja auch nachdem ich mit der Zahntechnik aufgehört habe, ich möchte was mit Sinn machen. Also dieser Beruf hat so null Sinn gemacht damals, ja. Ich habe gefühlt, für was sitze ich hier eigentlich? Und das, was ich jetzt oder was wir jetzt auch tun, ich möchte, also die Menschen, die mir begegnen, in deren Leben möchte ich einen positiven Unterschied machen. Ja. Egal, ob das jetzt gesundheitlich ist und ich ihnen Gesundheitstipps geben kann. Kommt welcher da Voll morgen? gut. Oder ob das mental ist, weil das, was wir machen, ist die günstigste Persönlichkeitsentwicklung, die wir durchmachen. Also, Ja. ich bin da voll bei dir, bei mir ist es ganz genauso. Du hättest mich nicht, 2014, hättest mich nicht erleben wollen. Ja. Da war mir wurscht, was andere gesagt haben. Ich wollte mein Zeug erzählen. Ich war auch so eine, die immer gejammert hat und mit einem mitgelästert hat und so, weil ich so in diesem Sumpf mit drin war. Mein Umfeld war aber auch so. Ja. Ja, oder. Ich kann einen mentalen Unterschied, also gesundheitlichen Unterschied machen, mentalen Unterschied machen und ich kann Leuten eine Perspektive geben im Business. Ich kann Mamas zeigen, hey, du musst es so nicht machen. Es gibt andere Möglichkeiten. Oft sind die so verzweifelt, weil sie gar nicht, also weil sie das gar nicht kennen. Ich kannte das ja auch nicht. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ja. Und das ist so ein, wenn du jetzt da mit deiner Partnerin heute Abend Coaching hast, für mich ist es so toll, wenn bei mir im Team jemand Erfolge hat, Ja. wenn die ersten Kunden bekommen, wenn die ersten Lives machen, wo dann ganz viele Views draus sind, wenn die ersten Gespräche haben oder wenn die dann zum ersten Mal Feedbacks kriegen von ihren Kunden. So, das rettet, ich weiß nicht, wie, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, wenn ich Nachrichten von meinen Kunden kriege, was gerade sich bei denen verändert hat, das ist so, Voll. ach toll, das erzählen die Ja, ich das feiere alles das wieder auch gut. immer. Ja, Total. da kann überhaupt nichts mehr den Tag, also da kann ich so den Tag killen, so ungefähr. Und das habe ich so nie erlebt. Also ich habe hier so eine krasse Selbstwirksamkeit auf ganz vielen Ebenen und kann das halt auch weitergeben an Ja. andere. Und das ist so schön und Ja. das ist auch so toll, Leuten zu, also du bist ja viel später dazugekommen als ich und es ist so toll, so jemanden wie dir oder auch der Florence bei der Entwicklung zuzusehen. Auch bei Florence ist es ja unglaublich, wie die sich verändert hat. Und das ist Ja. so, was da für ein Potenzial freigesetzt wird. Das ist krass und das habe ich halt anders noch nie erlebt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr jetzt live dabei seid und da euch denkt, ja, okay, aber ich habe jetzt irgendwie 100.000 Fragen, also scheue dich bitte nicht, hier jede Frage zu stellen, die du vielleicht hast, ja. Gerne auch kritische Fragen, weil das ist jetzt deine Chance, auch mehr über die Branche zu lernen, mehr über das zu lernen, was wir tun, auch mehr über vielleicht das Produkt zu lernen, mit dem wir arbeiten. Also scheue dich nicht, hier eine Frage zu stellen, weil es gibt definitiv keine dummen Fragen und wir sind offen, alles zu beantworten, was du wissen möchtest. Bin gespannt. Gerne, also wird das Kritische bitte unbedingt. Ich habe schon so lange keine kritischen Fragen mehr zum Thema Network Marketing bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, das wird immer weniger. Ich glaube, weil die Leute halt einfach sehen, verdammt nochmal, das scheint ja wirklich zu funktionieren bei denen. Ne? Das ist halt so das Ding, ja. Auf
jeden Fall. Und dann ist natürlich das Event eine richtig tolle Möglichkeit. Also wir sind ja, Isabel ist mit der Location im Austausch, weil Isabel ganz in der Nähe wohnt sozusagen. Ja, wir sind ja in Erding bei München. Und die Isabel hat die Location klar gemacht. Wir sind nämlich in der Stadthalle in Erding. Und gestern habe ich zum ersten Mal die Fotos gesehen von der Location, also das Video. Das sieht ja mega cool aus. Also das ist ein richtig toller Raum. Wir haben auch richtig tolle Vorträge. Am Vormittag geht es eher um das Thema Gesundheit, wie Isabel schon gesagt hat. Also wir haben den Dr. Fabian Almacher mit am Start, der über das Gehirn erzählen wird, ja die Leistungsfähigkeit des Gehirns, wie du die einfach beeinflussen kannst, was da Ketonkörper auch tatsächlich für einen Unterschied machen und wie wichtig die auch sind in der Gehirnentwicklung, in der Gehirngesundheit, auch bis ins hohe Alter. Wir haben die Anna dabei, Anna Herakovic, Dippel-Ing Biochemie, die wird über Langlebigkeit sprechen, also Longevity und wie du einfach nicht nur lang leben kannst, sondern auch gesund lang leben kannst. Ja. Und wir haben den Steven mit am Start. Der ist Diplom-Psychologe und Schlafcoach und der wird über sein Spitzenthema Schlaf sprechen, ja, was du machen kannst, um wirklich deinen Schlaf so zu optimieren, dass du auch einfach deine Gesundheit aufs nächste Level bringen kannst. Also du siehst schon bei uns auch in der Community, es geht viel um Gesundheit, es geht viel um Selbstoptimierung, es geht bei vielen auch ums Thema Abnehmen und Gewichtsverlust, aber nicht nur. Also wir haben auch ganz viele Menschen, die Ketone trinken, für bessere Leistung beim Sport, für Muskelaufbau, um zuzunehmen tatsächlich, manche sogar, aber auch um besser zu schlafen, um die Haut zu regenerieren, um die Verdauung wieder in den Griff zu bekommen. Also ganz unterschiedliche Menschen werden dich da in Erding tatsächlich bist du treffen können und natürlich uns, ja, auch uns persönlich kennenlernen, die ganzen anderen im Team und du wirst auch ganz viele tolle Erfolgsgeschichten erleben von Menschen, die Ketone zum ersten Mal probiert haben, deren Leben sich wirklich verändert hat, aber auch Menschen eben wie Isabelle und ich, die ihr komplettes Leben mit diesem Business verändert haben, wie zum Beispiel Marina, auch als alleinerziehende Mama, die wirklich auch nichts hatte und sich nichts leisten konnte, die auch keine Unterstützung hatte, mit einem Säugling mehr oder weniger alleine war und sich jetzt einfach so ein monströses Business ganz alleine aufgebaut hat. Also das sind echt richtig, richtig tolle Geschichten, die dich da erwarten. Und ich denke mal, ein Tag voller Spannung, ein Tag voller Emotionen, ein Tag voller richtig viel guter Laune. Und wir werden sogar auch eine Ketone-Bar aufbauen. Genau, du Das kannst sie machen wir. probieren. Ja, richtig cool. Und eine neue Technologie werden wir auch am Start haben. Neben den Ketonen und also die Ketone-Bar ist echt immer legendär. Die Isabel bringt ja immer, hast du die noch, oder? Die Gefäße, die bringt immer so riesen Gefäße mit, so wie so ein großes Klar. Fass aus Glas und dann, die haben ja auch unterschiedliche Farben, die Ketone, ja, das sieht dann immer ganz cool aus und dann kannst du die probieren und abends haben wir noch ein gemeinsames Abendessen und den Sonntag nutzen wir dann für unser Team. Da machen wir Workshops. Ja, wirklich von A bis Z, da kriegst du alles mit, was du brauchst, wenn du erfolgreich werden möchtest im Team. Und wir haben immer wieder Teampartner. Ich hatte letztes Jahr auch einen Gast, der war dabei am Samstag. Und die wollte sich eigentlich nur, die Heike, ich weiß nicht, ob du die kennst, wollte sich eigentlich nur über die Ketone halt noch weiter informieren und die Vorträge anhören. Und dann kam die am Ende des Events, also am Samstagabend, ja, sie überlegt jetzt, sie weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch, sie hätte noch eine Unterhose und eine Zahnbürste, hat sich extra für mit eingepackt. Und sie überlegt jetzt echt, ob sie noch ein Hotel bucht und ob sie noch mal eine Nacht bleibt und ob sie dann morgen kommen kann. Nicht so, ja klar, starten wir los, ja. Also da sind immer dann auch kurz Entschlossene mit dabei, die sagen, hey, ich bleibe einfach noch eine Nacht, weil ich möchte die Workshops echt nicht verpassen, was man da alles lernen kann zum Thema Businessaufbau über Social Media, aber auch alles andere. Also ich freue mich schon richtig aufs Event. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr. Also wir sind ja da jetzt gerade noch mitten am Organisieren und so, aber es wird richtig cool. Also keiner hat Fragen. Anscheinend können wir alles so gut erklären, Wunderbar. dass keiner Fragen hat. So, dieses Live wird natürlich auch auf deinen Account geteilt und wenn ihr doch noch Fragen habt, einfach unter dieses Live kommentieren. Und wer mit am Event teilnehmen möchte, einfach mich oder Patricia persönlich ansprechen. Wir können euch zeigen, wie ihr Tickets bekommt und da noch mit dran teilnehmen könnt und uns dann auch. Ah, jetzt noch eine Frage. Worauf Gerade noch bestehen rechtzeitig hier. ganz knapp am Ende noch. Woraus bestehen Ketone und wie werden sie hergestellt? Also, es gibt verschiedene Arten von Ketonen, die man herstellen kann. Die wir bevorzugen, die bioidentisch sind, die so sind, dass dein Körper sie auch optimal aufnehmen kann. Und dein Körper, also deine Leber kann sie so auch produzieren, sind RBHB-Ketone, die basieren, also die hergestellten hier basieren auf fermentierten Fetten und Salzen. Genau.
Hab ich hiermit beantwortet richtig, oder Patricia? Fehlt noch was? Riesig. Ja, ich finde, es ist Genau. total schön kurz beantwortet. Wenn ich geantwortet hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde geredet. Also super, dass du das beantwortet hast, weil so eine schöne, kurze, prägnante Antwort liebe ich. Ja, mir Super. also da einfach nur ganz wichtig für jeden zu wissen, dieser Keto-Hype ist mittlerweile auch hier in Deutschland und Europa angekommen und da versuchen viele drauf, auf diesen Zug mit aufzuspringen und es gibt wirklich eine ganze Menge Schrott, also von Gummibärchen, wo Ketone drin sein sollen oder steht einfach nur Keto drauf, da ist aber nur MCT-Öl drin, In Himbeer-Ketone, den also MCT-Öl. Gummibärchen ist sogar Zucker drin. Also Ja, also die total größte bescheuert. Verarschung der Menschheit. Ja, also da wirklich auf bitte, 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 bitte dringend auf Qualität achten. Also RBHB, alles andere kannst du vergessen. Am besten suchst du dir auch eine Firma, wo du betreut wirst und nicht allein gelassen wirst. Weil einfach nur Ketone trinken, das ist super, aber es ist wichtig, dass du da auch eine Betreuung hast und das hast du bei uns Ja. definitiv. Da einfach raussuchen, wer dir da am meisten liegt, welche Themen da für dich am wichtigsten sind. Patricia eben Spezialistin für Insulinresistenz. Bei mir ist es, ich zeige den Leuten, wie sie in Ketose kommen, ohne sich ketogen ernähren zu müssen, ohne Mehl, Milch und Zucker. Einfache Ganz Rezepte. tollen, leckeren Rezepten. Oh mein Gott. Patricia weiß es ja, die habe ich erst gekocht. Ja, ohne Nee, Witz. also da. Jedes Mal, wenn ich zu Isabel komme, da kriege ich ein Festessen aufgetischt und sie dann immer so, ja, das ist doch normal. So, das Macht ist doch es einfach nur ein bisschen was wirklich gern. zusammengewürfelt. Ja, also total cool. Weil ich bin nicht so die Kochmaus und auch nicht so die Rezeptemaus. Und deswegen finde ich das eigentlich total genial, wie die Isabel so schöne Sachen so einfach zaubert. Danke Wie dir. und wo werden sie hergestellt? Also wie hat Isabel ja schon quasi erklärt, durch natürliche Fermentation aus pflanzlichen Fetten, aus pflanzlichem Öl, ist die Basis. Und durch diese Fermentation, das ist ein natürlicher Prozess, und dann sind sie auch die einzigen, die natürlich sind, entsteht dann RBHB, also rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat. Ja? Und nur diese Art von Ketonkörpern sind 100% bioidentisch, bedeutet 1 zu 1 gleich zu denen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Wie genau der Herstellungsprozess ist, das wird Pruvit nie jemandem verraten. Ja? Also das wissen wir auch nicht, weil darauf haben sie über 18 Patente. Und wo sie hergestellt werden, tatsächlich in Dallas, in Texas, in den USA. Ich war schon, du auch, gell? Schon zweimal, glaube ich, in der Produktionsstätte mit vor Ort, habe zugeschaut, wie die hergestellt worden sind, auch im Lager, und es ist einfach phänomenal. Ich gehe da immer wieder so gerne rein. Das ist einfach so, so magisch da, was die alles da herstellen und wie das funktioniert mit den Maschinen und so. Und die haben auch wirklich alles noch wirklich, also Arbeiter. Also sie sagen halt, sie wollen gar nicht so viel Maschinen nutzen, sondern ganz viel Arbeiter halt mit den Maschinen vereinen, um halt auch ganz vielen Menschen noch einen Arbeitsplatz zu geben. Also die ist auch wirklich eine Firma, die da sehr nachhaltig arbeitet. Und wenn du in das Lager reingehst, das ist eine Halle, richtig hoch, und es sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Footballfelder auf einmal. Ich bin mit Zahlen nicht so Ich gut, weiß aber auch ich war nicht ewig mehr mit auswendig, aber das ist Statistik, riesig. und du hast wirklich also Paletten von Boden bis Decke, und das sind so richtig große Säcke, wie diese Mehlsäcke, ja, beim Bäcker. Also ein riesiger Mehlsack, der größer ist als du selber, voller Ketone, und davon Hunderttausende in dieser ganzen Halle. Und es ist einfach, also wenn du davor noch nicht an die Ketone geglaubt hast und an diese Bewegung, dann spätestens wenn du dahin fährst, weißt du, boah, scheiße, das ist hier echt richtig echt hier. Ja, Das die ist werden auch, echt also beeindruckend. da gibt es auch Leute, die testen die jeden Tag. Also die werden jeden Tag auf die Wirksamkeit. Da gibt es einen, der ist wirklich, der testet die jeden Tag, der hat misst sein Blut immer, wie schnell ist er in Ketose, wie hoch ist der Ketowert und so, der misst es jeden. Also ich glaube, das ist wie der bei Asterix, also wie Asterix, der in den Topf gefallen ist, der ist auch in Ketose. Und also das ist wirklich faszinierend. Und die Ketone Der messen natürlich Obelix, oder? Der ist doch als Kind in den der Zaubertrank Obelix, nicht der Asterix, der gefallen. Obelix, Obelix genau. ist in den Zaubertrank gefallen, genau. So Und ein die Ding werden dort zum Beispiel auch per Hand abgefüllt. Also weil du gesagt hast, da sind noch Arbeiter, die werden per Hand abgefüllt und per Hand verpackt. Ja. Per Hand Also es ist verpackt, nicht per Hand abgefüllt, per Hand verpackt. Genau. Also es ist echt so richtig, richtig beeindruckend, ja. Und viele fragen, also viele Kunden von mir fragen dann halt auch, weil die halt natürlich, was ich voll verstehen kann, lieber Produkte kaufen, die in Deutschland hergestellt werden. Also da bin ich genauso, zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln mag ich halt auch lieber kaufen, ja, wenn sie nicht aus China kommen, ja, sondern wenn sie aus Deutschland kommen. Fakt ist aber, dass das tatsächlich mal irgendwann in Planung bestimmt ist. Ich weiß, sie haben auch schon eine Lagerhalle gekauft in München, die aber noch nicht in Betrieb genommen wird,
und ist aber auf jeden Fall in Arbeit. Das große Lager für Europa ist in Holland. Und es ist halt total cool, weil wir jetzt mittlerweile jetzt seit 2 Jahren sogar nach Europa bestellen können. Ja? Früher mussten wir die Ketone in den USA bestellen, müssen sie einführen, Zoll dafür zahlen, wirklich lange warten, hoher Versand über den Ozean zahlen. Und jetzt ist es einfach ein normaler Versand, der europaweit verschickt wird. Es ist halt eine richtig geniale Möglichkeit jetzt, dass wir in Europa tatsächlich die Ketone schon haben. Obwohl wir ja immer noch in der Pre-Launch-Phase sind. Also man kann sich das vorstellen, wir stehen, also wenn das die Ziellinie ist, ja, wir stehen immer noch 1 Meter vor der Ziellinie. Ja. Wir sind noch nicht mal richtig gestartet, aber haben ja einfach schon so eine Riesenbewegung mit an den Start gebracht. Und trotzdem, wenn man sich mal die Weltbevölkerung anschaut, beziehungsweise sagen wir mal die Bevölkerung in Europa, auch in Deutschland, ich denke mal, sagt ja auch Dr. Ryan Lowery immer, der die Ketone mitentwickelt hat, gerade mal ungefähr 1% der Leute kennt die Ketone erst. Ja. Übrigens, das war für mich ein ganz krasser Grund, auch warum ich mich entschieden habe, mit den Ketonen zu arbeiten. Die Firma, Ja. mit der ich davor gearbeitet habe, das war eine Firma, die hatte Breitband-Supplements und wir waren ständig vergleichbar. OPC gibt es überall, Omega-3 gibt es überall, aber Ketone, also mit einer Firma auf den Markt zu gehen, dessen Produkt noch nicht hier da ist, ja, das war für mich wie ein Sechser im Lotto. Wenn Ja. du mal von Anfang an mit dabei sein kannst, ein Produkt launchen kannst und mit auf den Markt bringen kannst und nach wie vor einzigartig sein kannst, das war für mich so, Ja. wow, das muss ich unbedingt machen und ich habe es nie bereut. Also es war das Beste, war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen Ja, können. definitiv. Und man hat immer mal wieder Dinge, als wenn du als Pionier in einem neuen Markt, also ich habe noch nie einen Markt mit neu eröffnet, das war für mich komplett neu. Und du bist immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Dann funktioniert das wieder nicht, dann ist hier wieder ein neues System, dann ist die Website kaputt, dann keine Ahnung, ja. Und in Europa ist ja auch ganz anders als die USA. Da muss man auch oft mit den Amerikanern so ein bisschen nett behandeln, sag ich mal, ja, dass sie auch verstehen, was wir Deutschen halt für uns brauchen. Wir sind halt ganz anders und man hat da immer so Hürden, aber ich finde es halt total wertvoll, diese Hürden zu nehmen, auch quasi einen Weg zu ebnen. Also könnt ihr euch das so vorstellen, also Isabel und deine Kollegen, mit denen du gestartet bist, auch ja, du machst es ja schon ganz lang, ihr seid mit der Machete so durch den Amazonas gelaufen und habt erstmal den Pfad gemacht, ja. Als ich dann gekommen bin, da gab es schon den Trampelpfad. Ja, der war super uneben, der hatte Löcher, der hatte Steine und Bäume im Weg. Da musste ich immer drüber klettern, aber zumindest war ein Weg da. Ja, und ich hatte Leute, die mir gezeigt haben, wo es hingeht. Also ich war schon echt sehr, sehr, sagen wir mal, ich hatte Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt reingekommen bin, weil es noch alles neu war, aber trotzdem hatte ich schon Leute, die halt schon den Weg gebahnt haben. War schon ein Und bisschen was jetzt, da. ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, wenn du jetzt startest, hast du halt, ach, du hast einen ganz soliden Feldweg, ja. Und der hat auch manchmal einfach so Löcher und dann ist wieder was im Weg und dann ist wieder hier, keine Ahnung was, Land unter. Und das ist für viele aber sehr, sagen wir mal, die haben da nicht so Bock drauf. Ja. Die wollen lieber warten, bis wir eine Autobahn haben. Also du kannst natürlich auch warten, bis wir eine 10-spurige Autobahn gebaut haben. Das wird definitiv die nächsten Jahre passieren. Aber frag dich halt, möchtest du bei was so Großem gleich von Anfang an dabei sein? Und was sind halt die Chancen? Das ist halt schon richtig, richtig, richtig genial. Und ich würde sagen, mittlerweile ist auch das System schon so weit entwickelt, das ganze Onboarding-System, was wir haben. Also ich arbeite da wirklich auch an der Front mit, dass wir das Onboarding für unsere Teampartner so einfach machen wie möglich. Ja? Dass du ein Konzept hast, dass du eine Struktur, einen Plan hast und nur umsetzen musst eigentlich. Ja? Wie Isabel gesagt hat, du musst keine Qualifikationen mitbringen, ja? Außer du musst hungrig sein und du musst wirklich auch bereit sein, mal deine Komfortzone zu verlassen. Das ist eigentlich alles, was du brauchst. Und man sieht es auch immer wieder, ich habe teilweise Menschen von anderen Netzwerken, die starten, die dann dieses Programm sehen und die sagen so, okay, und also das ist ja krass, was es hier gibt. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja Wahnsinn, ja. Und ich glaube, da sind wir schon, ich glaube, deswegen sind wir auch somit das am stark wachsendste Team in Europa und vor allem in ganz Proofit auch wirklich auf Nummer 1 tatsächlich. Wir haben sogar die Amerikaner überholt, die das ja schon 6 Jahre länger machen als wir, ja. Was jetzt Umsatz angeht, ne? Weil wir halt einfach, da sind wir halt wieder zu typisch deutsch, ne? Also wir machen das halt mit System und Struktur. Das behindert uns manchmal auch, ja, weil wir immer so mehr so Zahlen, Daten, Fakten und diese Begeisterung fehlt uns manchmal als Deutscher, was die Amis ja schon immer haben. Aber wir haben halt wirklich ein System entwickelt, wo jeder damit erfolgreich werden kann, ja. Also auch eine Wachstumsstrategie,
für Social Media, die man nutzen kann, auch wenn man nicht mal weiß, wie man eine Story macht und wenn man nicht mal einen Instagram-Account hatte. Weil das war ich tatsächlich damals. Ja, ich hatte keinen Instagram-Account und ich wusste auch überhaupt gar nicht, wie irgendwas funktioniert. Ja. Ja, also da haben wir eben bis am Samstag und Sonntag, also in Erding am 11. und 12., vor allem am 12., viele Geschichten erleben von Leuten, die von 0 auf 100 auf Social Media gegangen sind, einfach nur durch unser Schulungssystem, die damit arbeiten und das gemacht haben, was wir umsetzen. Und das Tolle ist ja, dass wir, du lernst bei uns, dir deinen eigenen Brand aufzubauen, also deine eigene Marke. Du gehst nicht raus und erzählst die ganze Zeit nur von Ketonen, sondern du lernst, dir dein eigenes Business aufzubauen und egal was mit Network Marketing passiert oder mit der Firma, mit der du arbeitest, dein eigener Brand und das, was du da lernst, diese ganzen Skills, die du da entwickelst, die kann dir niemals irgendjemand nehmen. Patricia hat ihre eigenen Kurse, die sie aufgebaut hat, wo sie genau weiß, wie sie die machen kann, wie sie die verkaufen kann. Ich habe Kochbücher, die ich verkaufe. Ich werde in Zukunft mit Sicherheit, von mir wird es auch noch mit den einen oder anderen Kurs geben oder weitere Kochbücher. Also ich habe jetzt dann viel Zeit, das alles schön auszubauen. Und das sind einfach Sachen, die lernst du hier alle. Du bist hier auch in einem Umfeld, das absolut unternehmerisch denkt, das weiterkommen möchte, das mit dem du dich austauschen kannst, wo du auch immer gucken kannst, okay, was kann ich noch besser machen? Leute, die dir Stephen Graves, den du am Samstag hörst, der ist einer der wenigen Menschen, der mir immer ungefragt Feedback geben darf, der mir regelmäßig sagt, was ich besser machen kann, den ich sehr schätze dafür. Also da hast du wirklich, das ist einfach großartig. Also, Ja, auf jeden Fall. genau, es ist einfach, also es ist was Cooles und ich kann immer nur jedem, also für mich war es die absolut beste Entscheidung, so mutig zu sein, einmal mit Network anzufangen und dann auch nochmal zu wechseln und mit einer Firma zu starten, die neu auf den europäischen Markt kommt und das mitzumachen. Ja. Und ich kann immer nur also jeden ermutigen, sich das zumindest mal anzugucken, damit er weiß, worum es hier geht, weil viele auch gar nicht wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und diese Möglichkeit hast du eben, wenn du zu uns nach Erding kommst und damit dabei bist. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch total wichtig, dass du das sagst, dass du es dir wenigstens mal anhörst, ja. Weil selbst wenn du kommst nach Erding und sagst, hey, war ein cooler Tag, nette Leute kennengelernt, aber für mich ist die Branche nichts und das Business nichts, dann hast du ja nichts verloren, dann hattest du einen coolen Tag, aber du hast es dir wenigstens auch mal angeschaut, ja. Weil später, also du kannst halt nicht verlangen, dass sich irgendwie was verändert oder dass das was passiert, wenn du nicht die Fühler ausstreckst, ja. Und wenn mir nicht der Arsch auf Grundeis gegangen wäre, und ich einfach keine Kohle gehabt hätte für Essen, dann hätte ich wahrscheinlich nie mal die Augen aufgemacht und geschaut, was es da draußen noch gibt und was ich dann vielleicht machen kann und wie ich denn für mich eine Lösung finden kann, wie ich für mich mein Leben lang gut sorgen kann. Ja, und wenn du Familie hast, ist es ja noch viel wichtiger. Ja, hast du denn schon die Lösung gefunden, mit der du dein Leben lang für dich und deine Familie gut sorgen kannst? Und Und wenn du noch glücklich bist dabei. richtig, ja, Spaß auch daran hast, an dem, was du tust. Und wenn du diese Möglichkeit halt noch nicht gefunden hast, dann verbringst du jeden Tag Zeit, diese Möglichkeit zu finden. Und ich glaube, das wird halt auch immer wichtiger in unserer Gesellschaft, weil ich meine, du weißt halt nicht, ob du nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 5 Jahren deinen Job noch haben wirst. Ja, Isabel, sind jetzt schon 2 Jobs gekündigt worden. Ja, bei mir war es damals auch so, ich habe nicht meinen Job gekündigt, sondern mir ist auch gekündigt worden, tatsächlich, ja. Also ich hätte meine Arbeitszeit reduzieren müssen und ich hätte bestimmt wieder einen Job, findest du immer wieder, ja. Die Frage ist, hast du halt Bock, den zu machen und was wirst du dabei verdienen? Ja, das ist Ja. halt so die Frage. Ja, und ich weiß auch jetzt, durch die ganzen Skills, die ich gelernt habe, ich kann so viel mehr. Also ich könnte überall anfangen. Ich kann Ja. so viele Jobs machen. Ja. Das ist auch total toll. Ja, und Ja. du weißt halt auch oft, wenn du zum Beispiel, wenn du mal startest, wie bei der Isabel, die erste Firma, die war auch cool, da hat sie viel gelernt, aber da ist sie jetzt nicht geblieben, ja, aufgrund der Gründe, die sie uns schon genannt hat. Aber du weißt, du lernst halt auf dem Weg auch, was will ich denn vielleicht nicht, ja, und du musst vielleicht ein, zwei Erfahrungen machen, wo du sagst, ah, das ist jetzt nicht so meins, fühle mich nicht so wohl, und das ist auch okay, ja, und wenn es nicht jetzt hier unser Team ist und die Ketone sind, es gibt so viele tolle Firmen und auch so viele tolle Produkte in der Branche, wo du vielleicht dich wiederfinden kannst, ja, und von dem her, streck einfach mal die Fühler aus, sei offen für neue Sachen, auch wenn du skeptisch bist, auch wenn du Vorurteile dagegen hast. Weil die größten to Dinge in deinem Leben, die tollsten Dinge in deinem Leben passieren meistens, bei mir war es immer so unerwartet und meistens, wo ich erst sehr, sehr skeptisch war und wo ich auch einen großen Schritt aus meiner Komfortzone rausgehen musste.
Und wenn das halt, wenn du nie dazu bereit bist, einfach mal zu springen, ohne zu wissen, ob der Fallschirm aufgeht, wirst du meines Wissens, ja, nach meiner Erfahrung, die ich bis jetzt habe im Leben, auch nie richtig tolle Dinge erleben. Ja. Nicht nur bestätigen, zu 100%. Ja, So oft wie ich auf jeden schon Fall. gesprungen bin. Aber ich werde noch öfter springen. Auf jeden Fall. Und man muss auch mal weiterspringen, ja. Und auch aktiv nach Möglichkeiten suchen, wie du deine Komfortzone verlassen kannst. Weil mittlerweile ist es jetzt schon so, wir machen das jetzt schon sehr lang, das Business. Ich meine, hier jetzt live zu gehen, da muss ich nicht meine Komfortzone verlassen. Ja, das ist wie hier Kaffee trinken mit einer Freundin, gehe ich mit der Isabelle hier live auf Instagram. Ja, ich brauche jetzt schon andere Dinge, wie ich meine Komfortzone verlassen kann. Und manchmal kommen die halt nicht einfach auf dich zu, sondern du musst danach fragen und du musst wirklich aktiv dich auch selber pushen, um solche Situationen wirklich auch zu bekommen, um daran wachsen zu können. Dich weiterzuentwickeln, ja. Genau, ja. So schön. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir live zu gehen. Mir auch. Wir müssen das öfter machen, Patricia. Auch das Insulin, nee, da geht es ja gar nicht um Insulinresistenz. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn für ein Gesundheitsthema, was Zucker Es oder war das noch? Muskel, irgendwas mit Muskeln und Training war das. Ja, ich weiß. Nee, das wollten wir, glaube ich, noch Ja. machen. Egal, auf alle Fälle war das schon so cool. Da haben wir auch ewig geredet. Und hier auch, also auch was Persönlichkeitsentwicklung betrifft, das ist so ein spannendes Thema. Aber tatsächlich müssen wir jetzt aus dem Live raus, weil ich habe jetzt gleich noch einen Termin und ich muss noch die Caption für dieses Video schreiben. Kriegen wir hin. Los geht's. Also danke dafür, Patricia. Ich freue mich, dich bald in Erding dort zu sehen. Und ihr wisst Bescheid, einfach unter das Video Fragen stellen. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, direkt an uns wenden. Und mir bleibt nichts anderes zu wünschen, als dir, liebe Patricia, und allen anderen einen wunderbar schönen Nachmittag zu wünschen. Das wünsche ich euch auch. Danke dir, Isabel. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao!